Jetzt stehen wir da am Stammersdorfer Friedhof. Regnet du jetzt die Füße mir schon weh. Der Pfarrer sagt, sie war so ein herzensguter Mensch. Und trotzdem fällt mir's Warnen halt so schwer. Die Oma ist nicht mehr. Ihre Klaver hat's mir reingestopft, die Knädel. Hat's glaubt mit dem Bracken in der Hand. Hat's mir auch umdreht schon den Magen, es war ich wurscht, sie hat mich geschlagen. Solang, dass ich schon angefangen hab zum Beten. Lieb Jesu Kind, lass Oma doch verrecken. Die sieben Raben, das waren nur sechs. Die gute Fee, das war ein Hex. Ein böser Wolf, ein kleiner Dackel. Der Märchenprinz, ein schiercher Lackel. Stammersdorf hat's gehabt, die kleine Wohnung mit Spitzendeckel und am Hitlerbild. Ein Glasl Grammenschmalz am Fensterbrett, ein Nachtschirm und am Topibett, so weiß, so rund, so dick und immer voll. Vielleicht hätt man ins Grab dazu legen sollen. Einmal hab ich's gefragt, wo ist der Opa? Im Himmel auf einem Wolkerl spielt er Geig. Für Führer, Volk und Vaterland, ja schossen auf, kein Dumm verbrannt, doch das hat sie dem Adolf stets verziehen. Er hatte ja das Mutterkreuz verliehen. Die sieben Raben, das waren nur sechs. Die gute Fee, das war ein Hex. Der böse Wolf, ein kleiner Dackel, der Märchenprinz, ein schiercher Lackel. In letzter Zeit, da war's schon ein bisschen komisch. Das Grammenschmalz ist gestanden unterm Bett. Die Spitzendeckel hat's verbrannt, den Hitler hat's an Bücher genannt, den Nachtschirm hat's platziert am Fensterbrett. Ganz Stammersdorf hat über sich schon geredet. Am Muttertag, da haben wir's gefeiert im Bruder. Die Alte war auf einmal wieder jung. Beim Go-Kart fahren hat's gejodelt, ein paar Langoschütz verdruckt. Nur beim Sturmboot fahren, da geschah ein Missgeschick. Da ist an ihre falschen Zenterstick. Die sieben Raben, das waren nur sechs. Die gute Fee, das war ein Hex. Der böse Wolf, ein kleiner Dackel. Der Märchenprinz, ein schiercher Lacki. Oma Pferde, Gold mach's drüben besser. Mach keine Knädel für die Engel, sei so gut. Tu nicht die Heiligen segieren, tu nicht den Opa denunzieren und gehst zum Herrgott auf Besuch, ein guter Tipp. Oma war ins Notergreiz nicht mit.